So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Es ist wieder soweit, die nächste WrestleCrate UK Box ist am Start. Ich greife dafür mal hinter mich, zeige euch wieder diesen super Wrestling-Ringkarton, wo die Katzen drin spielen können. Der lag wieder in der Tür. Meine Klingelanlage geht nämlich immer noch nicht. Es ist jetzt schon gefühlt seit 3 Wochen ein Schild unten, Klingelanlage defekt, ich habe keine Ahnung, wann die das mal reparieren wollen, sonst was. Also, das sind Zustände. Ich bin abgeschirmt von der Welt. Keiner kann ihn erreichen. Und was haben wir hier drin? Wir machen die natürlich auf. Wir haben wieder super Wrestling-Goodies. Ich habe auch schon ein T-Shirt hier in Sicht. Und, ja, hä? Das kann jetzt aber nicht sein. Wir greifen erstmal hier in die Ecke. Was haben wir denn da Schönes? Ich habe hier eine Karte. JakeTheSnakeShop.com von Jake the Snake Roberts. Das sieht ein bisschen klein und minderwertig aus. Also der Druck vor allem. Ich glaube jetzt, sonst sind da immer so richtig große Autogrammkarten drin. Das soll einfach nur Werbung sein oder was? Jake the Snake Shop Roberts. Aber es ist halt total verpixelt, eine richtig schlechte, komische Auflösung. Trotzdem ist hier ein Autogramm drauf, aber ja gut. Das weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so überzeugend erstmal. Dann haben wir, was haben wir noch? Eine DVD. The Best of CM Punk Volume 2. Da muss ich mal gucken. Ich habe nämlich eben, als ich das gesehen habe, gedacht, hä? Das kann doch nicht sein. Du hast doch schon die CM Punk DVD von der WrestleCrate UK Box. Aber hier steht ja Volume 2. Das ist auch ein WrestleCrate Exclusive Cover. Und ihr wisst, CM Punk ist der Beste in der Welt, ne? Der ja momentan bei AEW war oder ist oder wie auch immer. Die Kämpfe, die hier drauf sind, sind alle von 2002 und 2003. Gegen zum Beispiel Colt Cabana, M-Dog, Jimmy Vegas, Carlton Cass, Raven, Homicide, Sonjay Dutt, Jay Liesel und Michael Shane. Das ist aber super, weil ist ein Wrestler, der mich auf jeden Fall interessiert. Es sind Gegner, die ich auf jeden Fall nicht kenne, außer Raven, wenn das der richtige Raven ist. Und ergänzt sich natürlich zu dem anderen Rest, den ich habe. Übrigens seht ihr vielleicht gerade mein Auge. Mein Auge sieht ziemlich komisch aus. Das ist nämlich total entzündet und wird von Tag zu Tag immer schlimmer. The Best of CM Punk Volume 2. DVD also, gute Sache. Dann haben wir hier noch eine Autogrammkarte. Es ist also doch eine drin. Nochmal extra. War das andere wohl wirklich nur Werbung? Eine Autogrammkarte von... wie heißt er? Matt Striker, Matt Ryder, mit Mia Moma. Auf jeden Fall ist es wieder schön groß, schön pappig, richtig fett. Leider kann man das Autogramm nicht mehr so gut erkennen, weil das ist so verschmiert hier drauf. Da ist der Stift leer gegangen und wir haben nur noch das Restautogramm übrig. Das Design von der Karte finde ich trotzdem wieder richtig stark. Also, wer Fan ist von Zack Ryder, jetzt so heißt er, glaube ich, von Zack Ryder, der sagt bestimmt auch, gute Sache. Das steht ja alles auch hier auf dieser komischen Karte, die wir dann noch haben. Hier haben wir wieder einmal Wrestling on Demand, denke ich mal. 1 Monat freies Wrestling on Demand von PCW on Demand, PivotShare.com. Hier sehe ich auf jeden Fall John Morrison und Keith Lee. Ich weiß nicht, kennt ihr PCW? PCW muss ja auch was sein. Benutzt den Code WC-Free, also freie Toilette. Das klingt gut. Die anderen zwei hier drüben kenne ich nicht, obwohl der könnte Adam Cole sein, so wie der ausschaut. Ansonsten habe ich bisher noch nie so einen Code eingelöst. Ich weiß gar nicht, wie lange die haltbar sind, wann das verfällt, ob man das jederzeit einfach machen kann. Oder wenn ich das hier sage, WC-Free und jeder geht da hin und gibt das ein, ob da jeder einfach einen Monat gratis gucken kann. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Dann haben wir hier noch ein Poster drin, so wie es ausschaut. Nehmen wir das Poster raus. Wir wissen ja auf jeden Fall, dass ein Jake the Snake Roberts Artikel dabei sein soll, wurde angekündigt. Ist das jetzt das Poster? Ist das das T-Shirt, was noch drin ist? Oder war das wirklich diese kleine Karte? Oh, wir haben ein doppelseitiges Poster von hier Stone Cold Steve Austin.
einmal so, einmal bunt, wo er hier steht und das ganze Bier wegspritzt. Guckt euch das an. Das ganze Bier spritzt weg und sogar noch eine Rückseite. Die Rückseite finde ich viel besser. Hier wirkt er so ein bisschen verloren, so klein auf dem Bild, aber hier habt ihr seine typische Pose, die Fäuste in die Höhe geragt, schwarz-weißes Bild, das ist oldschool, das hat Style, das sieht episch aus. Also schönes Dunkel, Steve Austin Poster, auch wieder richtig dickes Papier, nicht so dünn und flatterig. Das wäre was für ein ISPO auch. Ich sage ja immer wieder, ich gucke immer da rein, ob ich irgendwas finde, womit ich jemandem eine Freude machen kann. Das hat bisher immer gut geklappt. Jetzt haben wir noch ein T-Shirt, was wir aufmachen, in Farbe Grün. Schauen wir mal, was das ist. Das legen wir hier oben rein. Das machen wir hier auf. Und es ist natürlich Jake Snake Roberts Stone Mountain Georgia. Also ein Jake the Snake Roberts T-Shirt in der Farbe Grün. Ich glaube, wenn man das so anhat, weiß man gar nicht genau, was das ist. Dann denkt man, ach, guck mal, ein Matt Riddle Shirt. Und da ist auch die Viper vom Randy Orton mit drauf. Ist hier der Kopf? Achso, der Kopf ist hier oben. Hier oben ist der Schlangenkopf. Typisch hier dieser Aufkleber, den ich hier immer dran lasse, bis er von alleine abfällt. Abfällt, genau. Ein grünes T-Shirt habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Farblich mal wieder ein Highlight, sticht auf jeden Fall hervor. Ansonsten das Design, ja, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Da gab es schon deutlich bessere, krassere Motive. Aber hier ist schön groß der Name drauf zu sehen. Es ist wieder mal ganz bedruckt, nicht einfach nur irgend so eine Kleinigkeit. Also Jake the Snake Robert Fans ziehen das bestimmt gerne an. Ich finde es interessant von der Farbe her. Ist aber nicht mein Lieblings-T-Shirt, was es bisher gab. Da habe ich schon andere gehabt. Für mich sowieso immer die schwarzen mit weißer und roter Schrift. Klingt komisch, aber die sehen halt dann immer so, ja, so brutal aus. Das sieht eher so gemütlich aus. Gemütlich, gemütlich. Und jetzt gucken wir nochmal kurz hier rein. Ist schon mal Werbung für die nächste Box. In der nächsten Box ist ein Artikel von Trish Stratus vertreten. Und zwar ein exklusives Autogramm. Autograph, Exclusive Autograph in November's WrestleCrate UK. Das nächste Mal also eine Autogrammkarte von Trish Stratus. Und diesmal hat man eine Autogrammkarte von Matt Cardona. Aber Matt Cardona war doch Zack Ryder in der WWE und ist jetzt bei, ist er auch bei AEW? Ich weiß es nicht. Ist er jetzt bei AEW? Ich glaube schon. Ich gucke AEW ja nicht, wenn dann mal ganz flüchtig nebenbei, kriege immer nichts mit. Also, Matt Cardona, Autogramm, Jake Roberts, T-Shirt, Best of CM Punk, DVD, Steve Austin, Mania 38 Poster, ein Monat PCW on Demand und was hier nicht drin war, Wrestling Booker Decision Dice Set, Inside the Ropes Magazine und ein Cheap Pop Label Pin. Ich weiß nicht, was ein Dice Set ist, ein Würfelset? Dice? Würfel? Weiß ich nicht. Ein Würfelset von Wrestling Booker Decision, dann ein Label Pin und ein Magazin von Inside the Ropes. Wenn ihr also die größere Box hättet, würde das da drin sein. Ich habe mir eine kleine Box geholt, das reicht mir. Mir kam es immer auf die DVD und das T-Shirt an. Das ist in beiden drin. Da brauche ich nicht den ganzen anderen Schnulli. Was ist euer Highlight aus dieser Box? Ist es das T-Shirt, das Poster, das Autogramm oder ist es einfach die DVD? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. JakeTheSnakeShop.com, that's einen eigenen Shop. Wo ist Adi schon wieder? Adi macht nicht mehr mit, Adi hat keinen Bock mehr. Oder er hat Angst vor Schlangen, das kann auch sein. Peace out.